Moin Moin, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge von Tutorials und Tipps. Heute der 7. Das Thema ist heute zum Spaceport bitte. Und da genauer der Riker Memorial Spaceport im Area 18 Gebiet auf Arcor. Wir sind derzeit in der Live-Version 3.15.1 von Star Citizen. Ich bin gerade sozusagen hier im Bett am Aufwachen. Drücke jetzt erstmal die Z-Taste zum Aufstehen. Schauen wir uns hier mal kurz um. Also waschen, legen, föhnen, das sollte hier gehen. Aber eine Kaffeemaschine oder sonst sowas, ja, finde ich jetzt nicht. Also machen wir uns mal auf den Weg zum Flughafen. So. Und als erstes, wie gesagt, ab zum Fahrstuhl und zum Ground Level. Hier hinten kann man nochmal rausgucken auf die Stadt. Mülltrennung ist ja auch groß geschrieben. So, zack. Insgesamt ist das nur ein relativ kurzer Weg, den wir zurücklegen müssen. So, einmal aus dem Fahrstuhl raus und zack. Hier sehen wir was zum Einkaufen und der Waffenhändler. Einmal durch den Gang durch, ab auf die Blaser. Hier drüben sehen wir das TDD, wo wir gut Sachen verkaufen können. Also unsere Refined Mineables. Hier vorne sieht man das Krankenhauszeichen. Hier kommt in der 3.16 das Krankenhaus rein. Werden wir uns dann mal angucken, genauer die Krankenhäuser. Und hier, City Fly Transit. Da geht es dann jetzt erstmal nach unten. Und hier vorne Area 18 Spaceport. Ist also ein relativ leicht zu findender Weg. Wenn man weiß, ups, der Zug ist da. Na komm, schaffen wir es noch? Jo. Wenn man weiß, wo man lang muss. Ja, hier vorne ein bisschen Werbung. So, 1:30 wird die Fahrt lang sein zum Flugplatz. Ja, die können wir da ein bisschen genießen, rausgucken, schauen. So, da noch mal ein bisschen, dann sieht man mal, wie tief es hier runter geht. Wenn man hier mal so ein bisschen raufklettert. Also die Stadt ist schon sehr groß, erinnert einen immer an Star Wars, Coruscant oder wie das Ding noch mal hieß. Dieser absolute Stadtplanet. Na, sind wir schon fast da. So, und hier ist es auch recht einfach. Einfach hier
den Gang entlang. Und dann sind wir schon da, dass wir uns den Flieger holen können. So, hier kann man auch wieder seine Strafzettel bezahlen und dann sind wir schon da. Ja. Dann holen wir uns den mal wieder. Ich würde ja, Hangar 3 haben wir. Und hier vorne auch schon wieder Mülltrennung. Hier geht es weiter, wie gesagt, zu den Fahrstühlen, zu den Hangars. Hangar 3. So, da steht der Flieger. So, und später, wenn hier das Krankenhaus in der nächsten Version drin ist, wird hier in einer dieser Luken, weiß nicht in welcher, wahrscheinlich hier hinten den, würde ich mal fast sagen, da wird dann der Eingang zum Krankenhaus sein, damit man hier nicht erst lange mit dem Zug fahren muss und einen kürzeren Transport hat, wenn man Verletzte dabei hat. Ja. So. Und hier jetzt auch wieder erstmal eine Starterlaubnis holen. Einmal F4, einmal gucken, wie weit sie mit dem Öffnen sind. So, das langt mir. Na. So, den Weg haben wir ins All ja relativ schnell geschafft nach diesem Sprung. Und ich hoffe, wenn ihr das erste Mal im Spiel seid und das vielleicht als Homestead ausgesucht habt, hilft euch das ein bisschen bei euren ersten Schritten in dieses echt tolle Spiel zu schaffen. So, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal und wünsche euch viel Spaß. Probiert rum, fliegt ein wenig, habt Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.